Wie lange noch? Wie lange noch lassen wir es zu, dass unter dem Vorwand einer Pandemie von vielen im Wege eines vor bald einem Jahr ausgerufenen Notstandes die Demokratie, unsere Verfassung, unser Parlamentarismus und unser Rechtsstaat zwangsvorgeführt, ja autokratisch geschändet werden? Wie lange noch werden unter dem Vorwand einer Pandemie von vielen unverbrüchliche, unteilbare und unveräußerliche Grundrechte von einst freien, unabhängigen, rechtschaffenen und mündigen Bürgern eingeschränkt? Wie lange noch gibt man unfähigen Politikern die Macht, unter dem Vorwand einer Pandemie von vielen alle Bereiche unserer Wirtschaft unwiederbringlich zu zerstören? Wie lange geben wir der Historisierung, der dramatischen Hochstilisierung eines Virus von vielen den absoluten Einfluss, unsere Arbeitsplätze und damit eine Heerschar von Existenzen nachhaltig zu vernichten? Wie lange erlauben wir einer Regierung noch, dass sie uns Tag ein und Tag aus nachweislich betrügt und belügt, kopflos reagiert, dilettiert? Wie lange gestehen wir den Regierungsspitzen noch zu, dass sie mit Vorsatz unsere Gesellschaft spalten und uns, das Volk, gegeneinander aufhetzen? Wie lange lassen wir es zu, dass anerkannte Experten, die aus dem Meinungsregime der Regierung mutig ausbrechen, als Covidioten und Verschwörungstheoretiker diskreditiert, ja regelrecht gebrandmarkt werden? Wie lange sehen wir zu, dass unseren Kindern ein Jahr ihrer Bildung gestohlen, ein Jahr ihrer Zukunft geraubt wird? Wie lange ertragen wir es noch, dass unsere Kunst und Kultur als tragende Säule unserer Gesellschaft in Geiselhaft gehalten wird? Wie lange schauen wir noch zu, dass anständige, rechtschaffene und friedliche Kritiker dieser Maßnahme als Nazis und Rechtsextreme abgestempelt werden? Wie lange ertragen wir noch die Bevor- und Entmündigung durch intellektuell längst zu besachwaltende Politiker? Wie lange gedenken wir noch, uns die Bewegungsfreiheit gleichsam von Hühnern in einer Legebatterie einschränken zu lassen? Benjamin Franklin sagte einst: Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Also, liebe Leute, wie lange wollt ihr euch noch eure Freiheit wehrlos rauben lassen?